Um das Verhältnis zwischen Mann und Frau, da ist es ja aktuell wirklich nicht gerade zum Besten bestellt. Um nicht zu sagen, es ist vollkommen im Eimer. Vielen Männern geht es mies, weil ihr Selbstvertrauen angefressen ist und ja, vielen Frauen geht es mies, weil gerade die hochwertigen Männer heute mehr denn je lieber Single bleiben, anstatt sich einer modernen Frau auszuliefern. Mit liberalen Flausen bei den Ladies will einfach kein Qualitätsmann was zu tun haben. Und das ist auch keine Wertung, sondern einfach eine simple und empirisch gesicherte Beobachtung. Warum nicht? Weil liberale Frauen, aber auch Männer tendenziell, verbittert, emotional sowie psychisch instabil und unglücklich sind. Guck mal hier zum Beispiel diese Statistik. Bist du mit deinem Leben voll zufrieden, wird hier gefragt. Liberale Männer nur zu 19%, konservative Männer und Frauen zu 31 und 32% und liberale Frauen gerade mal zu 15%. Ja, wer in Gottes Namen datet denn gerne unzufriedene Frauen? Ähnlich sieht's bei der mentalen Gesundheit aus. 36% der Konservativen sind zufrieden und jämmerliche 21% bei liberalen Männern sowie 15% bei den Frauen. Nenn mich verrückt, wenn du magst, aber ich für meinen Teil, ich date lieber gesunde Frauen. Kann bei dir ja anders sein. Interessant ist auch die Frage nach der Zufriedenheit über das Familienleben. Guck dir das mal an hier. Ich meine, geht's denn noch deutlicher? Konservative Frauen sind hier mit Abstand die glücklichsten. Spannend, oder? Ich meine, für jene, die das nicht selbst erkennen und dafür empirische Untersuchungen brauchen. Auch zu beobachten ist es ja, dass viele Frauen durch eine harmonische Beziehung bzw. Familiengründung erst konservativ werden. Soll heißen territorial, protektionistisch und glücklich. Es gibt also Hoffnung. Why are conservative girls so pretty? Simple answer is because we're happy. The longer answer is we don't identify as being men or animals. We don't mutilate our bodies, except super cool piercings. And we choose to love life, respect the nuclear family, and love our country. We have good values, and we have an unwavering faith in God, and that our country can get back on track. So there you have it. Feminism is a scam. A few years ago, I was an angry, blue-haired feminist. I once believed that male privilege was real and that I was a victim of the wage gap. Now that I understand the true motives of feminism, I know that this could not be further from the truth and that modern-day feminism is a war on true masculinity. Feminism is defined as the belief in social, economic, and political equality of the sexes. But in the West, I must ask, what rights do men have that women don't? Modern feminists are convincing women that hookup culture, using hormonal birth control and not shaving is liberation, that toxic masculinity is prevalent and the patriarchy must be dismantled. Through movies and media, we're taught that working for the man, climbing the corporate ladder and paying tax is more empowering and valuable than raising the next generation. Women have lost touch with our natural loving instincts and birth rates are plummeting. Men and women are not the same. And by protesting for equality of outcome rather than opportunity, feminists are demonizing and emasculating men. One of the best things about conservative women, we don't have a penis.